Der schlimmste Feind, den wir heutzutage mit einer messerscharfen Klinge zu Leibe rücken, ist meist ordinäres Gemüse. Dennoch müssen wir uns nicht gleich mit einem meterlangen Katana bewaffnen. Die Firma Cutco aus New York nimmt für sich in Anspruch, die schärfsten Schneidmesser der Welt herzustellen. Am Anfang der Produktion steht hier Chromstahl, der den Messern Festigkeit, Schneidevermögen und Rostbeständigkeit verleiht. Das Metall wird einem Hightech-Härtungsprozess unterzogen. Der Stahl ist von höchster Qualität. Wenn wir ihn aber nicht richtig härten, haben wir unser Geld zum Fenster rausgeworfen. Dieser Stahl hier ist nicht gehärtet. Im ersten Schritt des dreistufigen Härtungsprozesses laufen die ausgestanzten, noch ungeschliffenen Klingen auf dem Förderband durch einen Ofen. Jetzt werden die Rohlinge für 2 Stunden eingefroren, bei knapp 50 Grad minus. Doch nach diesen 2 Schritten sind die eiskalten Klingen noch lange nicht fertig. Dieser Stahl ist spröde. Das können wir nicht brauchen. Hier auf dem Tisch liegen ein paar Klingen, die gehärtet und eingefroren wurden. Ich spanne die jetzt mal ein. Sehen Sie? Brechen ganz leicht. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Noch einmal ab in den Ofen. Dieser Schritt ist notwendig. An diesen bereits fertigen Messern sieht man sehr schön, wie flexibel sie dadurch werden. Der Stahl besitzt nun die richtige Konsistenz. Zeit, an die Schneidekante zu denken. Der Klingenrohling, anfangs 2,4 mm stark, wird an einer Seite automatisch auf 0,5 mm abgeschliffen. Das entspricht der Stärke von 5 Blatt Papier. Aber das war erst der Anfang. Nun folgt der Bearbeitungsschritt, der diese Klingen zu den schärfsten Küchenmessern der Welt macht. Von Hand wird Klinge für Klinge, Seite für Seite auf einem 10 cm breiten, motorbetriebenen Schleifband bearbeitet. Innerhalb von Sekunden kommt es kaum sichtbar zur Gratbildung. Das Ziehen der Klinge über das Schleifband reibt auf beiden Seiten Metall ab, bis sich die Kanten berühren. Sobald das geschieht, wölbt sich das Metall über die Kante und lässt so einen fast mikroskopisch dünnen Grat entstehen. Der ist wie ein Metallfaden, ein Grat, der sich da an der Kante vor und zurück biegt. Er muss vollständig entfernt werden, damit die Klinge funktioniert. Würde man die Klinge nicht entgraten, wäre das Messer eher eine Säge. Deshalb wird poliert. Wir nehmen dafür eine Textilpolierscheibe, ähnlich wie man sie vom Autopolieren kennt. Sie läuft mit 3600 Umdrehungen pro Minute und ist bei dieser Drehzahl steinhart. Im Grunde polieren wir die gesamte Schneide und das entfernt den Grat gleich mit. Sie wird somit sehr glatt und gleitet problemlos durch das Lebensmittel. Gehärtet, geschliffen, geschärft und entgratet misst die Schneidekante nur noch superdünne 2,5 Millimeter. Selbst ein menschliches Haar ist 20 Mal dicker. Doch eine exakte Schneidekante allein macht noch kein hochwertiges Küchenmesser aus. Es muss seine Eigenschaften auch lange Zeit bewahren. Was taugt schon ein Messer, das nur die erste Ananas sauber tranchiert? Um die Qualität der Messer zu testen, führt das Unternehmen den branchenüblichen Catra-Test durch. Der Test simuliert die Abnutzung der Klinge, indem man sie durch mit Sandkörnern durchsetzte Papierstreifen schneiden lässt. Dabei wird nicht nur der erste, sondern auch der 60. Schnitt gemessen. Zwei Fragen sind für einen Messerhersteller besonders interessant. Wie scharf ist das Messer beim Kauf und wie schnitthaltig ist es? Also wie lange bleibt es so scharf? Zum besseren Vergleich macht ein Buttermesser den Anfang. Nicht gerade beeindruckend.
Eigentlich sollte hier eine gewisse Schnitttiefe erreicht werden, aber mehr als Butter schneidet dieses Messer wirklich nicht. Das schafft es auch in 60 Zyklen nicht einmal durch den Stapel. Bei den Tests stellt sich heraus, welche Messer wirklich scharf sind. Ein fabrikneues Messer schafft es im ersten Zyklus rund 30 Mal durch den Stapel. Nach 60 Zyklen hat es 400 Streifen durchgeschnitten. Mit der Zeit jedoch wird auch das schärfste Küchenmesser der Welt stumpf. Das liegt aber überwiegend nicht an den Lebensmitteln, die es schneidet. Es sind andere Dinge, mit denen das Messer in Kontakt kommt, wie Porzellan, Schneidbretter aus Glas oder andere sehr harte Oberflächen. Um dem Abstumpfen entgegenzuwirken, werden Messer mit ungewöhnlicher Schneide entwickelt. Eine Art Wellenschliff schützt die scharfe Kante, indem sie nach oben in U-förmige Ausbuchtungen verlegt wird. Bei diesem Schliff kommen nur einzelne Punkte mit dem Glas in Berührung. Was stumpf wird, sind also nur diese Punkte, nicht mehr.